sagen, ich hoffe, ich bin Goschen, ja. Weil du die Xbox sagst und du PS3. Ah, ich spiele immer gemeinsam einmal. Also, nein, weil bei ihm steht PS3, bei dir steht Xbox zocken, ja. Und bei allen anderen steht PC zocken. Ganz genau. Ja. Darf ich spielen gegenseitig immer was? Ich bin gegenseitig aneinander. Ja. Wow. Aber ich habe jetzt auch schon Xbox. Siehst du, ich muss mal neu. Es ist circa da. Da waren wir, also wir begrüßen uns alle, Patrick, von dir, bei der Hohen. Ja, wozu? Ich war da raus und gewartet, da kommt der Mann im Markt zuerst raus. Heisel. Und ich habe gesagt, ich mache Handshake, High Five und meine, ich gehe mal aufs Klo. Und da kommt einer und der sagt so, ja, willst du eigentlich was essen, willst du was trinken? Jetzt gehst du auch angefangen. Das ist schmeißig. Und dann meldet er ein bisschen und sagt, nein, ich bin nicht fit, ich bin nicht vorne. Wegen dem Flieger oder sowas. Wenn das wirklich noch länger gewesen wäre, dann hätte man sicher länger bleiben müssen. Was ist denn jetzt mit dieser Bühne gewesen? Warum ist die einbrochen? Wir haben alles so gesprochen. Bei uns heute zu Gast Ö4TV, 19:18 Minuten haben wir auf der Uhr. Und ja, sie feiern ihr 5-jähriges Bestehen. 2011 minus 5 ist 2006, wenn ich mich nicht irre. Ja, da waren wir noch jünger. Ich habe es uns zwar schon mal erzählt, aber für all jene, die da nicht eingeschalten haben, bei dieser Sendung, wo ihr schon mal zu Gast wart, könnt ihr das noch einmal kurz erzählen? Mach's mal. Das ist schwach. Aber mach's wirklich kurz, weil das ist... Okay, sorry, ich mach's jetzt sehr kurz. Also, wir haben uns... Wir kennen uns schon, weil wir Cousins sind. Wir haben uns dann ein Radio bekommen und haben wir schon... aufgenommen als Radiosender wie ihr ist da. Spaßhalber. Und Patrick hat dann eine Kamera zu filmen gekriegt. Ja, auch nur so eine Fotokamera. Das war alles vor 5 Jahren oder war das schon früher? Vor 5 Jahren. Ja, naja. Ja, sozusagen der Weiterentwicklung. Wäre das moralisch. Nein, das kann ja hätte sein können, dass ich schon Jahre vorher irgendwie diese Sendung gemacht habe. Nein, also das moralisch schon länger. Ja, das Radio war schon länger. Das aber war du ja 2006 hast die Kamera gekriegt hast. Und okay. Dann war dieses Film, das genau. Offiziell auf gut Deutsch. Dann haben wir gefilmt, die erste Sendung. Ja, dann haben wir meine nächste Kamera gekriegt und... Ja, genau, dann die Videokamera gekriegt, die was wir jetzt da sehen. Genau. Ihr nicht, aber später dann auf YouTube frei. Wenn ihr brav seid. Genau. Aber er hat dann trotzdem zur Firma seine Videokamera gekriegt. Ja. Und die ist jetzt bis heute unser Begleiter. Und ja, dann hat es sich eigentlich sowas ergeben. Dann sind die Jungs dazugekommen, Martin, Markus, Willi, nein, Willi ganz am Schluss, Thomas, so. Ja. Das war immer ein Zwangkummer. Ja. Das war die Geschichte. Das war und so über die Jahre haben sich dann nachher die Interviews und Konzerte. Ja, die Interviews waren jetzt in letzter Zeit ziemlich viel. Auf das haben wir jetzt voll fixiert drauf. Und jetzt wieder mit. Was ich letztes Mal gesagt habe, wir haben also ganz allein mit unseren Videos, bla bla, haben wir 15.000 Klicks gehabt. Und jetzt ein halbes Jahr später haben wir 24.000 Klicks. Super cool. Das war 10.000 dazu. Das ist. Aber ich glaube nur mit eigenen Videos, nicht irgendwie so. Also, sie nackter Mann und dann gekleidet drauf, irgendwie sowas. Oder nackte Frau, weißt du? Schreib rein in den Titel, fette Titten. 10.000 Klicks. Nein, also, wir haben alles so ganz. Im ganz kleinen Rahmen haben wir es einfach so in die Welt getragen. Das ist cool. Dazu aber, was ihr genau gemacht habt, nach dem nächsten Lied mehr. Denn es kommt jetzt, welches? Nickelback mit How You Might Me. Das haben wir für die Seconds to Master. Ja, Tomato was. Ja, Nickelback hier bei uns. How You Remind Me in der Evening Jam Session. Es ist 19:25 Minuten bei uns. Wie gesagt, Ö4TV heute zu Gast. Und jetzt wollen wir wissen, was habt ihr denn schon so alles gemacht? Fangen wir mal von den Anfängen an. Wir machen Pokerturniere. Kegelturniere gemacht. Dann sind wir weiter rausgegangen, haben wir Tischtennis-Turnier gemacht. Und so nebenbei sind halt Ende 2010 die Interviews entstanden, bis jetzt. Das war jetzt unser Fokuspunkt. Also so, jetzt wieder Bands aufzählen? Einfach ja. Haben wir mit Island. Also, erstes Interview mit Jacuzzi in Wien. Dann haben wir Heaven Rise. Schöne Grüße an die Jungs fürs Zuhören. Deepest in the Sense, unser Kollege da drüben sitzt. Black Luck. Genau, das kann auch wohl. Maytrash haben wir interviewt. I'm Woman Forever. Frontline. Alkbottler. Das war ein großes Interview, Alkbottler in Kanabel. Ja. Oh, geil. Harrison Ford, das geht's dann drauf. Ja, Cube. Entschuldigung, Kevin. Und dann haben wir die Seahawks DJs, auch ganz bekannte Jungs. Die Atzen. Die Atzen, Rolle Brand. Und jetzt am Samstag haben wir Harrison Ford gehabt.
Genau. Das ist ja schon einiges. Weil du vorher gesagt hast mit den Events, mit Pokerturnier, Tischtennis-Turnier, du langsam, das wird ausarten, lieber Stefan Raab. Dann gibt's ja mal, statt macht's dann WOC-WM, macht's dann wahrscheinlich irgendwo, oder so Turmspringen könnt's dann auch machen. Ja, genau. Das, ja, voll, das, ja. Das wird dann auch so breit. Und dann schlage Fiete vor irgendwie so. Ja, irgend sowas, ja. Ja, ja. Ja, ja, das, aber das ist eh cool so, das taugt mir. Kannst du damit machen, WOC-WM in Hollerbrunn irgendwo? Mhm, ich werde mit WOC eine andere. Ich bin trotzdem schneller als ich. Ja, auf jeden Fall, das waren die Interviews und Events bis jetzt. Es steht noch was Großes an. Was gibt's da? Das hören wir nachher. Das hören wir nachher. Wir müssen dranbleiben, um dich zu reden. Also würde ich sagen, machen wir das nächste Lied. Den nächsten Song wird mein Kevin, großer Supporter bei uns, mit 30 Seconds to Mars, This is War. Viel Spaß. Ja, die Darbietung von Gwen Waves versus Michael Mittermeier dürften bekannt sein, diese Namen. Oh ja, das Lied auch, ja. Lagerfeuerlied. Lied. ja, ich glaube, jetzt können wir dann lüften, was noch ansteht bei Ö4 TV. Echt? Ich glaube schon. Oder machen wir das stückerweise? Macht's einmal. Ich ja, habe da drei Punkte stehen, jetzt werde ich mal eines sagen, wie es dazu kommen soll. Das machen wir morgen. Das ist das sicher. Ja, oder? Das ist ja nicht mehr der Fix. Ja, Fleisch kennen wir ja. Alles klar, wurscht. Also anstehend haben wir mal auf jeden Fall Whistlerbock, das Schatzfest. Das ist am Sonntag jetzt da. Könnt ihr alle vorbeikommen? Alles, was Hollerbrunn seid, wurscht. Warum geht's dorthin? Was gibt's da zum Filmen? Ja, das ist cool. Wie wir letztes Jahr dort haben sie tätowieren lassen. Airbrushed. Airbrushed. Das zeige ich mir gerade, weil sonst sehe ich noch nichts. Das ist meine Tätowierung ja nicht, ja. Das war lustig. Ja. Und deswegen habt ihr es getan, wieder. Ach ja, wieder, ja. Jetzt haben wir eine Milliarde dabei, als Dings. Das Mitbringsel. Der ja nicht zu übersehen ist. Ja. Oder nicht so zum Offen ist. Wir fallen ja immer auf. Ich kann da die Fragen so drüber bestätigen, gell? Na sicher. Ja. Das war jetzt mein Punkt 1. Und wer weiter dran bleibt, der kriegt die nächsten Punkte zu hören. Okay. Mann. Na gut. Wurscht. Nächste Information, oder? Ja, dann machen wir die nächste Info. Weil da können wir gleich den nächsten Song gleich verbinden. Okay, ja, sicher. Also das geht ja super aus, ja? Wenn wir dann jetzt nachher die dritte Information haben, dann haben wir genau den Stunden. Das ist Stunde aus, gell? Ah, siehst du? Mit dem Timing, das ist das Wichtige. Nächste Info? Sagst du, mach ich, ja. Also, wir haben jetzt drei Top-Interviews gehabt in nächster Zeit. Oder hatten wir, sagen wir so. Wir haben jetzt als erstes die Arzen gehabt. War übergeil. Dann haben wir am Samstag Garrison Finder gehabt, mit dem jungen Herrn da drüben. Cheer! Und ja. Cheer raus jetzt, weil drittes Top-Interview sind die verwunden. Und das ist anscheinend, also laut Pressedame, Presselady, ja, Promo-Presselady irgendwie, ja, bla bla bla. Nächste Woche, Termin wird noch ausgesucht, aber die Fans dürfen uns schon Fragen schicken. Könnt ihr das irgendwie auf Facebook posten oder auf MySpace, E-Mail? Das machen wir am Schluss, dann wird die Werbung, oder? Mhm. Okay, passt, ja. Und jetzt kommt mein persönliches Highlight für diese Stunde, also der Freizeit der Petra Haxen hast, dass die Jungs, die den Litzbickel genommen haben. Und für Martin, oder? Das ist unser Lied, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Also, meine Damen und Herren, weltexklusiv, schönen Gruß an Hamadi und schönen Gruß an Shakusa. Weil jetzt kommt Shakusa, featuring Max Sloan mit Hellboy. Viel Spaß. Eine Nummer haben wir noch in der ersten Stunde, dann geht's weiter in der zweiten und wir haben noch eine Ankündigung, die noch aussteht. Ja, wir haben jetzt so 4 Punkte noch. Super Timing. Und du weißt nichts. Ja, ich weiß nichts. Bitte, dann erzählen Sie mir los. Also jetzt die Ankündigung und das Lied. Das ist die Ankündigung noch. Eine kleine Ankündigung. Also die Ankündigung, das haben wir gestern abgedreht für das dritte Seifenkistenrennen in Kanabron. Machen wir Werbung einfach. 18. September, 13 Uhr, seid dabei. Infos gibt's auf dem Video, schaut sich auf den Account. Genau. Gibt's da nicht später die Adressen. Genau, und www.kanabron.at. Gibt's die Infos. Ja. Und das letzte Lied für die erste Stunde. Macht unser Ticker. Over My Head von Sum 41. Ja. Ja.